Lauritz Andersen Ring, auf den Zug warten, 1914. Mehrere Leute warten an einem Bahnübergang. Sie warten darauf, bis sie die Gleise überqueren können. Sie wollen die Gleise überqueren. Hier sehen wir die Gleise, auf denen oder auf einem der beiden wird in Kürze der Zug durchfahren. Die Bahnschranke ist geschlossen. Manchmal spricht man auch nur von der Schranke. Wir befinden uns im Jahr 1914. Damals konnten Bahnschranken noch nicht wie heute automatisch geschlossen werden, sondern sie wurden mit einer Kurbel geöffnet und geschlossen. Man sieht sie nicht sehr gut, aber hier befindet sich die Kurbel, die von einer Person, nämlich von einem Bahnwärter, betätigt wurde. Seine Aufgabe war es, die Schranke zu kurbeln, und zwar je nachdem, entweder herunter zu kurbeln oder, wenn der Zug vorbei war, hoch zu kurbeln. Er musste kurbeln. Hier im Vordergrund sehen wir einen Mann. Er lehnt sich an sein Fahrrad. Sich lehnen. Er wartet, indem er sich an das Fahrrad lehnt, bis der Zug vorbei ist. Der Mann kommt sicher gerade von der Arbeit. Er ist warm angezogen. Warm angezogen, wir sehen seine dicke Jacke, wir sehen an den Händen seine Handschuhe und die warmen Stiefel. Er ist warm angezogen, denn wir sind im Spätwinter, man sieht es, der Himmel ist grau und die Bäume hier, sie tragen keine Blätter, die Bäume sind kahl. Hier sollen nun die Satzanfänge auf der linken Seite mit den richtigen Satzfragmenten in Rot auf der rechten Seite kombiniert werden. Es ist Spätwinter, die Bäume rechts und, zu rechts passt meistens gut das Wort links, also die Bäume rechts und links von der Straße sind kahl. Vor 5 Minuten hat ein Schrankenwärter die, und nun brauchen wir ein Nomen, möglicherweise im Singular Feminin, und das wäre das Wort Bahnschranke. Vor 5 Minuten hat ein Schrankenwärter die Bahnschranke heruntergekurbelt. Wer die Gleise überqueren will, muss. Muss ist ein Hilfsverb, nach dem muss ein Vollverb folgen. Und das einzige Vollverb, das wir hier sehen, ist warten. Muss warten,
bis der Zug durchgefahren ist. Der Mann ist daran gewöhnt. Er ist auf dem, nach dem bestimmten Artikel, muss ein Nomen folgen. Und hier passt am besten, er ist auf dem Heimweg von der Arbeit. Es war wieder anstrengend heute und seine Arbeit war anstrengend und sie war vielleicht auch schmutzig. Und schmutzig ist er auch geworden. Er ist warm angezogen und trotzdem deutet einen Gegensatz an. Also brauchen wir einen Gegensatz zu warm und das ist dieses Satzfragment hier. Und trotzdem ist ihm kalt. Bis die Schranke geöffnet wird, lehnt er sich, und wir erinnern uns an das Bild, an sein Fahrrad. Der dänische Maler Lauritz Andersen Ring zeigt mit diesem Gemälde ein fotografisch genaues Bild einer Alltagssituation im Jahr 1914. Noch einmal der ganze Text komplett. Auf den Zug warten. Es ist Spätwinter. Die Bäume rechts und links der Straße sind kahl. Vor 5 Minuten hat ein Schrankenwärter die Bahnschranke heruntergekurbelt. Wer die Gleise überqueren will, muss warten, bis der Zug durchgefahren ist. Der Mann ist daran gewöhnt. Er ist auf dem Heimweg von der Arbeit. Es war wieder anstrengend heute und schmutzig ist er auch geworden. Er ist warm angezogen und trotzdem ist ihm kalt. Bis die Schranke wieder geöffnet wird, lehnt er sich an sein Fahrrad. Er ist froh, nach Hause zu kommen. Der dänische Maler Lauritz Andersen Ring zeigt mit diesem Gemälde ein fotografisch genaues Bild einer Alltagssituation im Jahr 1914.